Übersetzer sagt, der Wächter habe sich mit der Inquisition eingelassen. Auch Val Royo kommt nun in den Genuss der Waren meines Volkes, importiert aus so fernen Gegenden wie den Jäger. Na sowas. Der Inquisitor. Seid willkommen. Wir haben 3 Lieferungen verloren. Ist immer noch unsicher da draußen. Die kriegen wir schon wieder. Schließlich helfen wir dem Sieger. Es ist euch nicht aufgefallen? Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Beverly für euch arbeitet. Ihr hättet es mir ja vielleicht sagen können, bevor ich mich lächerlich gemacht habe. Fangen wir an. Inquisitor. Inquisitor. Habt ihr irgendetwas gehört? Nichts zu berichten, Sir. Thank you.
machen die hier überhaupt? Das ist übel.
Wiedersehen! Inquisitor. Besucher? Dem Erbauer sei Dank. Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeanette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Frederik von Cero, meines Zeichens führender Experte für Drakonologie in Orlais. Ich kam mit einer Expedition der Universität hierher. Aber die anderen sind alle verschwunden und unsere Arbeit ist ins Stocken geraten. Weißkrallenplünderer haben den Großteil unserer Vorräte gestohlen. Ihr werdet mir doch helfen, die Ausrüstung zurückzubekommen, oder? Irgendjemand muss schließlich für den Fortschritt der Wissenschaft eintreten. Ihr seid ein Scholar. Was könnt ihr mir über diese Gegend sagen? Die Westgrate sind ein bemerkenswerter Ort, wie ihr zweifellos wisst. Sie sind der Lebensraum vieler überwältigender Kreaturen. Wargests, Drachen, Phönixe. Sie gedeihen, wo kaum etwas überlebt. Das Land wurde durch die zweite Verderbnis vergiftet. Aus jener Zeit stammt auch die Wächterfestung. Vor der Verderbnis herrschte hier das Alte Reich. Vielleicht habe ich neulich deshalb einige Teventeraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Eure Kollegen sind verschwunden und in der Gegend wimmelt es von Plünderern. Solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein? Ich weiß nicht, was aus meinen geschätzten Kollegen geworden ist, aber mich haben die Plünderer bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen schwarzen Gewändern gesehen, aber auch sie scheinen mich zu ignorieren. Erzählt mir von euch. Ich bin Professor an der Universität von Orlais. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein Standardwerk über das Jagdverhalten von Drachen und ihresgleichen zu verfassen. Allein meine Notizen von dieser Reise füllen 20 Schriftrollen. Das ist mehr Wissen über den südlichen Wargest, als je zusammengetragen wurde. Aber ich hoffe, eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute beobachten zu können. Das ist bis dato noch niemandem gelungen. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... Oh, ein Teil unserer Ausrüstung ist immer noch verschwunden. Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen.
Wer bezahlt diese Banditen dafür, dass sie Frederick in Ruhe lassen? Eric, seid ihr und Cassandra... Was? Nein, wie kommt ihr denn darauf? Wirklich nicht? Bizarr. Nur weil sich zwei Leute nicht mögen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich gleich küssen, Funkensprüher. In euren Büchern steht etwas anderes. Verwechselt mich nicht mit diesem Schmierfink, der knallhart in der Oberstadt 2 geschrieben hat. Ich kann buchstabieren. Kann nicht mehr weit sein.
Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Blackwall hätte das hier gern gesehen. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen.
Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Gesprochen unwahrscheinlich, dass Sie zu dieser Jahreszeit nisten. Frau Kollegin! Wie kann ich euch helfen? Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Nun, da ich meine Rezepte wieder habe, kann ich einen Köder brauen, dem der hohe Drache nicht widerstehen kann. Ich habe fast alles, was ich dazu brauche. Allerdings fehlen mir noch Stachelrückeninnereien und die Schwanzfeder eines Phönix. Ihr studiert Drachen. Darüber würde ich gern mehr erfahren. Drachen sind faszinierende und weitgehend unerforschte Kreaturen, die jahrhundertelang als ausgestorben galten. Aber jetzt sind sie zurück. Die Nevarana haben ihr Brut- und Nistverhalten sehr genau dokumentiert. Aber bis heute hat niemand das Jagdverhalten hoher Drachen erforscht. Solltet ihr also auf irgendwelche Gurren-Kadaver stoßen, die möglicherweise von Drachen getötet wurden, würde mich das sehr interessieren. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Ich denke, das hier waren keine Venatori. Zu wenig Blut an den Wänden. Wir haben unter uns ein Benasrat, ein Spion, einen echten Kunari-Spion. Und niemand kommt auf den Gedanken, dass das vielleicht eine schlechte Idee ist? Sagt der Wind. Und das, obwohl wir gegen Winds kämpfen. Das ist kein gänzlich abwegiges Argument. Na schön. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich bin einem Gespräch unter Kollegen nie abgeneigt. Thank you.
Und was machen wir als nächstes? Schicken wir dem Drachen Blumen? Dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Und jetzt bindet, was ich euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Wächter, dieser Mann belügt euch. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht, diese Zukunft habe ich in Radcliffe gesehen. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein. Alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers, nehme ich an. Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten?
Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können, puff, keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Ich fürchte nur, jetzt wird man sich doch ein wenig anders an sie erinnern. Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais, nun da sie an meinen Meister gebunden sind. Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Irgendjemand hier ist definitiv ein Werkzeug. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht nochmal. Nein. Das werdet ihr nicht. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Tötet sie! Einfach keine Vernunft annehmen. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Die Magier haben andere Wächter getötet. Es gibt nichts, was das rechtfertigen könnte. Was kümmert mich ihre Rechtfertigung? Es wird höchste Zeit, die Wächter zu bekämpfen und diesen Wahnsinn zu beenden. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Das klingt plausibel. Der Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Thank you.
Inquisitor.
Euer Gnaden. Der Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Inquisitor. Inquisitor, wir haben... Euer Eintreffen schon sehnsüchtig erwartet. Und einige sogar mehr als andere. Ich habe nicht... Ich meine, schon, aber auf uns wartet Arbeit. Natürlich. Nun denn.